So, willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir müssen jetzt die Open World erkunden. Wir müssen ein Tierwesen finden, ein Diricall und einen Gegner levitieren, damit wir den levitierten Gegner mit Impulse angreifen, damit wir die letzten zwei Zaubersprüche von den Lehrern beigebracht bekommen, den letzten unverzeihlichen Fluch Avada Kedavra, kommen wir dann bei der Sebastian Quest, sowie den letzten zwei unverzeihlichen Fluch. Rebellion. Ich habe im Internet mich erkundigt, hier soll irgendwo das Tierwesen sich aufhalten. Und mal schauen. So. Erste Quest schießen wir jetzt erstmal ab. So, das war's. Einfacher als gedacht. Revelio. Revelio. Hier mitten im Tal von Hogwarts. Teile eingesprochenen Gegner, okay. Levioso, Konfring. Bücherschränke. Man mussten wir den Schmetterlingen nicht folgen. Eule. Immer fünf. Ballons. Sind nur vier. Ah, da ist der fünfte. Ach, sieht ja wieder gut an. Ist das hier? Wupan. Das ist was ganz anderes. Aber wenn man schon mal hier ist. Revelio. Ach, die sind das. Oh, ein grüner auch. Vivioso hat man die betäubt. Falsch. Tasche. Wingardium Leviosa. Defendo. Leviosa. Bleib ganz ruhig. Ich werde dir nichts tun. Muss die angreifen und dann fangen. Wir können.
Ja, ist nochmal. Das lässt doch schön sein. Wir können doch. Ab. Jetzt ist alles gut. Neun Tierwesen. Ironischerweise ließ ich nicht vorhersehen, dass ich Rasa in der Rechnung finde. Revelio. Moment. Hä? So, jetzt. Passen Sie besser auf. Die Zukunft. Das mit den Tasten kennen wir ja auch aus Gefangener von Azkaban. Das Wahrsagen kann man noch viele Arten machen, ne? Aufgaben waren fordernd genug. Ich habe alle Aufgaben erledigt, Professor Onai. Sehr gut gemacht. Obwohl ich zugegebenermaßen so etwas wie eine Vorahnung hatte, dass sie es schaffen würden. Da sie zweifellos ihre Wahrnehmung durch meine Aufgabe geschärft haben, frage ich mich, sie wissen, dass die Gegenwart und die Vergangenheit Spuren des Kommenden offenbaren können. Was sehen sie also in ihrer eigenen Zukunft? Ich bin Macht. Weiß nicht recht, ich spüre Gefahr. Ich sehe Triumph. Ich habe irgendwie das Gefühl, als drohe Gefahr. Ich verstehe. Solche Omen sind nicht zwangsläufig schlecht. Sie können uns vorbereiten. Aber die Gefahr hat sie noch nicht erschüttert. Ich hörte von ihrem Unterfangen, ein Drachenei ins Gelege seiner Mutter zurückzubringen. Mit einer Mutter ist nicht zu spaßen. Ob sie nun Feuer spuckt oder nicht. Aber das Gerede über morgen sollte uns nicht von ihrem jetzigen Erfolg ablenken. Ich informiere unsere stellvertretende Schulleiterin über ihre vorbildlichen Leistungen. Und wenn diese Leistungen ein Omen für ihre Zukunft sind, dann bin ich mir sicher, dass wir noch Großes von ihnen erwarten dürfen. Lenken Sie Ihre Magie auf das Ziel. Ganz groß von denen, die ihn erwarten. Wie doch schon mal in anderen Zusammenhängen irgendwo bei Harry Potter. Ollivander. Harry Potter. Sie haben den Dreh raus. Möchten Sie den neuen Zauberspruch an der Puppe üben? Natürlich. So, jetzt fehlen uns nur noch zwei. Bombarda und Avada Kedavra. Verursacht keine direkten Schaden, aber Objekte und Gegner, die auf den Boden geworfen werden, erleiden erheblichen Aufprallschall. In der Luft erleiden noch größeren Schaden im Aufprall auf dem Boden. Aber die ja schon in der Luft waren, ne? Descendo! Fantastisch! Sie haben den Dreh raus. Ist euch gut? Reyes? Hier? Dann nicht.
Professor, warum waren Sie so schnell? Das ist so frustrierend. Du wolltest mit mir sprechen, Mutter? Ich hatte gehofft, allein mit dir zu sprechen, Natsai. In der Nachricht hast du erwähnt, dass ein ungewöhnliches Wesen im Wald nahe Hogsmeade dir Sorgen macht. Das hätte alles sein können. Du weißt, was es war, Natsai. Ich darf das Schloss verlassen. Ich bin auch immer vorsichtig, Mutter. Vorsichtig? Officer Singer ist anderer Meinung. Sie schickte mir eine Eule, dass du versuchst, irgendwelche Beweise gegen schwarze Magier zu sammeln. Sie hat mich getadelt, weil ich nicht besser auf dich Acht gebe, und sie hat recht. Ich will, dass du Hogsmeade bis auf Weiteres fernbleibst. Aber Mutter! Brunadi war ja früher auf einer afrikanischen Zauberschule. Aber du darfst dich nicht mit gefährlichen Leuten anlegen. Wenn jemand sich in Matabeleland eingemischt hätte, wäre Vater noch bei uns. Ich muss zum Unterricht. Vielleicht kann dein Freund dich ja zur Vernunft bringen. Das ist so frustrierend. Ich glaube, von der Storyline wäre es besser gewesen, wir hätten erst das Gespräch gehabt. Genannt. Ist das ein Kosename in eurer Heimat? Der gilt nur für mich. Ich bin das ungewöhnliche Wesen in Hogsmeade, von dem sie sprach. Selbstverwandlung wird in Hogwarts nicht gelehrt. Deshalb schrecke ich etwas davor zurück, sie zu praktizieren. Aber ich bin eine Animaga. Und in meiner Gazellengestalt konnte ich bisher immer frei das Hochland durchwandern. Sehr zum Ärger meiner Mutter. So konnte ich Rookwood und Harlow ausspionieren. Boah! Toll, dass du mir das so einfach jetzt so erzählst. Damit hat man natürlich nicht gerechnet. Wie bist du ein Animagus geworden? Hast du deine Animagus-Form? Magus. Ist sowas ja wie Sirius Black. Konnte sich ja auch immer in einen Hund verwandeln. Wieder eine Referenz. Kannst du auswählen, welche Gestalt ein Animagus annimmt? Nein, die Animagus-Gestalt eines Menschen hängt von seiner Persönlichkeit ab. Meine Mutter meint, dass ich mich in eine Gazelle verwandle, weil ich so anpassungsfähig bin. Ich glaube, es liegt daran, dass ich Gefahr wittern und die Nerven behalten kann. Wurdest du als Animagus geboren oder hast du es erlernt? Animagi werden nicht geboren. Der Prozess ist kompliziert. Man muss ein Alraunenblatt einen Monat lang im Mund herumtragen. Dann legt man das Blatt in eine Kristallfiole, um es dem Mondlicht auszusetzen. Danach fügt man eines seiner Haare bei. Und das ist erst der Anfang. Selbstverwandlung ist in Ouagadou unter Schülern alltäglich. Aber Professor Weasley findet sie zu gefährlich, um sie in Hogwarts zu lehren. Da fragt man sich natürlich, wie Sirius Black das gelernt hat. Fühlt es sich an, sich in ein Tier zu verwandeln? Naja, am Anfang war es ziemlich anstrengend. Ich verspürte stechende Schmerzen und das starke Pochen zweier Herzen. Aber von Mal zu Mal wird es leichter. Ich verspüre keine Schmerzen mehr und finde den zweifachen Herzschlag sogar ganz angenehm. Und ich betrachte die Welt gerne aus einer anderen Perspektive. Jetzt ergibt der Spitzname Sinn. Was für eine außergewöhnliche Fähigkeit. Und ob... Ich liebe das Verwandeln, aber Mutter ist davon nicht so begeistert. Sie findet kein Wesen, vor allem kein so seltenes wie eine Gazelle, sollte in einer Gegend herumstreuen, in der so viel gewildert wird. Sie sagt, sie habe ein Unglück vorhergesehen, das mir in Gazellengestalt widerfährt. Aber sie nutzt ihr inneres Auge zu oft, um mich zu kontrollieren. Ich glaube ihr nicht mehr. Vielleicht hat deine Mutter recht. Sie ist eben besorgt um dich. Es wäre vielleicht besser, wenn du Hogsmeade vorerst meidest. Das mag zwar sicherer sein, aber ich glaube nicht, dass das gut wäre. Du etwa? Du hättest fliehen können, als du erfahren hast, dass Rookwood, Harlow und Ranrock hinter dir her sind. Aber das bist du nicht. Und ich werde auch nicht fliehen. Ich muss Rookwood und Harlow erledigen. Ich verstecke mich nicht. Meine Mutter kann nicht immer wissen, wo ich bin. Danke, dass du bei diesem eher unangenehmen Gespräch dabei warst. Ich war auch sehr überraschend. Sie ist ein Animagus.